freuen uns, dass wir jetzt endlich hier sind, nach der langen Fahrt. Und wir haben ja ewig darauf hingearbeitet, dass wir endlich unsere Messgeräte an den Heliumballons von der Bundeswehr in die Stratosphäre schicken können. Und ja, wir sind schon echt aufgeregt, ob wir auch wirklich gute Messdaten zurückbekommen. Ich finde es hier, es ist eigentlich so voll die gute Atmosphäre, weil man fühlt sich nicht wie in der Schule und wir dürfen die Lehrer jetzt auch irgendwie duzen. Allgemein ist es voll das schöne Miteinander hier und es ist einfach nicht nur schulisch, sondern auch Spaß. In dem Projekt bin ich halt hier für Träger verantwortlich, also so nennen wir umgangssprachlich unsere Box. Der Hauptteil ist halt aus diesem Träger-Messinstrument, also Träger ist eine Firma. Das misst fünf verschiedene Gase. Circa 10 Meter unter der Box hängt eine weiße, kleine, faustgroße Box, die ist halt vom Militär. Das ist deren Messsonde, die schicken die dreimal am Tag hoch, die fliegt immer mit, von der kriegen wir die Messergebnisse auch. Und dann haben wir noch zwei Messinstrumente, die Radioaktivität messen. Und dann, was wir noch können, wir haben Raspberry Pi drin. Jonas verlötet den so, dass wir eine Innentemperatur messen können. Das ist immer sehr erstaunlich. Wir haben Außentemperaturen von minus 40 Grad und Innentemperaturen von 20 Grad. Es geht hauptsächlich um die Software. Also die Programme, die da drauf laufen, dass alles über die Pins richtig ausgegeben wird. Und das ist eigentlich auch meine Hauptaufgabe. Also weniger diese Verkabelung, das ist nur so nebenbei, das ist auch nicht wirklich schwierig, sondern wirklich die Software, also alles, was innen drin abläuft und alles zum Funktionieren bringt. Die Software, vor allem jetzt bei dem Projekt Gassembler, schaut die Software, okay, wie hoch ist die Box? Und dann, je nachdem, bei der Höhe schaltet es die Pins frei, sodass die Ventile aufgehen und Gas in diese Kapseln strömt. Wir haben vier Gasflaschen in unserer Box drin und die sind jeweils in so ein Ventil angeschlossen, das wir durch einen kleinen Computer steuern können, ob das in einer bestimmten Höhe das System aufgeht. Und vorher haben wir so ein Vakuum drin, wodurch die Luft dann eben reingesogen wird in diese Flasche. Das Ventil wird wieder geschlossen, sodass es eben nicht rausgehen kann. Und die Luft kriegen wir durch Schläuche, die aus der Box rausführen. Und andererseits haben wir das Aerosolprojekt. Also Aerosole, ganz kurz, sind kleine Partikel in der Luft. Und wir versuchen, die eben zu registrieren mittels eines Lasers und eigentlich einer Fotodiode. Wobei wir es jetzt eine Stufe einfacher machen und die versuchen, optisch mit einer Kamera zu erfassen. Stellt sich aber alles ein bisschen schwieriger dar, wie man sich das vorstellt, weil es eben sehr, sehr, sehr kleine Teilchen sind und daher die Abweichungen auch sehr gering. Die Sonde zu suchen, das ist eigentlich das Spannendste von allem an dem ganzen Projekt. Der Weg von der Bundeswehr bis zum Sondenort ist, also da ist schon Aufregung und das macht am meisten Spaß. Also der Ballon ist jetzt gestartet und steigt jetzt gerade. Wir sind bei etwa 15 Kilometer Höhe jetzt, nach einer Dreiviertelstunde. Der steigt bis, vielleicht wenn es gut läuft, so 20, 25 Kilometer. Und dort platzt er dann, das kriegen wir dann mitgeteilt und verfolgen den. Wir bekommen von der Bundeswehr bzw. von den Sondensuchern Daten, wo sich der Ballon etwa befindet. Und da fahren wir jetzt mal auf Verdacht hin. Ich track gerade die Vercella-Sonde. Das Kabel ist unsere Antenne, die wir gestern Abend noch zusammengeschraubt haben oder selber gebaut haben aus einem SAT-Kabel. Funktioniert ganz gut. Wir können jetzt die Sonde orten über Satellit. Wir sehen auf der Google Earth-Karte die genaue Position, können uns ein Diagramm zeichnen lassen von dreidimensional, um die Höhendaten auszulesen. Wir sehen die Höhe von der Sonde, die aktuelle, die Position und können jetzt mit einer anderen Software ungefähr ausrechnen, dass den genauen oder so ungefähr den Landepunkt. Ab dem Moment, wenn man sie aus dem Auge verliert, wenn sie über den Wolken verschwindet, dass man nicht weiß, oh, was passiert jetzt mit der Box, kommt die dann heil wieder unten an? Das ist halt so eine Ungewissheit. Dann sieht man die Erdkrümmung schon und man nimmt eben, ist eben was ganz Besonderes, wenn man die Erde mal so praktisch schon so als blauer Planet wahrnehmen kann und nicht einfach nur von der Bodenposition. Mein Enkelsohn hat mich angerufen. Der ist 4 Jahre alt, am Tag des Abflugs. Und dann sagte er, Opa, sag doch einfach Glück auf, wenn die Box steigt. Genau das ist es. Das ist eine Box, die fliegt 30 Kilometer hoch, 150 Kilometer weit manchmal. Und dann das Ding einfach wiederzufinden. Von da drüben. Da, oder? Da ist sie, da ist sie. Ja, jetzt, da sehe ich sie. Alter, wie geil. Wie geil.
Und dann der Moment, wenn man die Box wieder findet, dann freut man sich natürlich und dann ist man auch gespannt auf die Messergebnisse. Ja, das Spannende ist natürlich, ob die Box gehalten dann hat letztendlich und vor allem, ob die Messinstrumente alle noch heil sind und ob die Box sozusagen ihre Funktion erfüllt hat, weil es geht auch immer darum, dass man die Box sozusagen möglichst leicht macht, damit der Ballon höher steigen kann. Und das haben wir auch immer versucht, halt den besten Werkstoff rauszufinden. Der Moment dann immer, wenn man dann nachschaut, sie gefunden hat und dann alles am Computer anschließt und dann, ah, hat funktioniert oder hat halt nicht funktioniert und wie müssen wir das nächste Mal dann besser machen, das finde ich immer schön. Ja, es lohnt sich auf jeden Fall, weil man sieht, dass die Schüler ganz anders motiviert sind, wenn es eben nicht nur um Noten geht, sondern wenn sie ein konkretes wissenschaftliches Projekt verfolgen können, was auch noch so ein bisschen abgefahren ist, weil es eben ein bisschen in die Stratosphäre geht und allein das zu sehen, deswegen lohnt sich das schon. Begeistert hat mich die Stimmung, denn trotz aller Anspannung entstand nun ein gesunder Stress. Der gehört ja auch dazu, letztendlich zur Arbeit. Und dass das mit der Gruppe so gut funktioniert, dass sich auch selbstverständlich jeder sich mit jedem irgendwo einbringt, kann ich dir helfen und dergleichen, dieses Miteinander arbeiten. Das gelingt einem im schulischen Alltag eher selten. Ich würde mal sagen, so gegen Ende meiner dienstlichen Zeit ist es genau diesen Wunsch, mit Schülern arbeiten zu können, den ich gerne so 20, 30 Jahre schon früher begonnen hätte. Aber so gesehen ist es ein ganz netter Abschluss.